Hey Freunde und herzlich willkommen zur 15. Etappe und vorletzten Sprintankunft der diesjährigen Tour de France. Ich würde sagen, das Sprinter-Trikot ist uns leider so ein bisschen ja, davongeschlichen. Caleb Ewan wird sich das wahrscheinlich holen, wenn überhaupt, dann wird wahrscheinlich auch noch ein Tadej Pogacar da überhaupt noch Wörtchen mitreden können, falls er jetzt die nächsten Bergetappen gewinnt. Ja. Vielleicht holen wir uns heute einen Etappensieg. Mal gucken, was geht. Sam Bennett ist auf jeden Fall noch am Start. Let's go. Die 15. Etappe. Ja, heute nicht so viel zu holen, außer eben vielleicht den Etappensieg. Also doch ganz schön viel, was auf dem Spiel steht. Tagesform plus 2 bei Van Poppel, aber ja, müde. Ermüdungserscheinung. Auf jeden Fall. 71%. Das ist schwierig. Und eins damit heute bei einer minus 1. Aber zum Glück keinen Einfluss auf seinen Sprintwert. Ryan Mullen wird Sam Bennett beschützen und Nils Pollitt wird Vlasov beschützen. Und ich würde sagen, wir simulieren einfach mal ganz weit und gucken. Ja, vielleicht passiert ja was Spannendes und dann nehme ich euch dahin mit. Jack Haig momentan führender der Bergwertung. Bora-Jean Martin und David Gaudu. Das sind die Ausreißer. Das sind die abgehängten Ausreißer. Chris Froome unter anderem Stefan Küng. Im Hauptfeld hat sich bisher noch nicht wirklich was getan. Mal gucken, ob es gleich einen Sprint gibt für diesen Zwischensprint. Da können wir vielleicht dann nochmal drauf schauen. Der Zwischensprint geht an Grönewegen. Sam Bennett hier, glaube ich, nicht wirklich mit einer. Ja, mit keinem Punkt. Oder doch, nee, mit 3 Punkten. Mehr als Caleb Ewan, tatsächlich, der sich hier befindet. Aber wir sehen nach wie vor, wie das Ganze aussieht. Ich versuche es trotzdem irgendwie, aber es ist ja gefühlt mehr so eine Verzweiflungstat, als dass ich mir da noch irgendwie was von erhoffen kann, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, Malen holt Wasser und wird dann wieder Sam Bennett unterstützen. Es hat tatsächlich irgendwie nicht so gut geklappt. Ryan Mullen hat total viel Energie dabei verbraucht und hat auch irgendwie Sam Bennett da nicht früh genug gefunden. Und der hat dadurch natürlich auch ein bisschen Energie verloren. Ist schade, ist nicht so gut gelaufen, aber ich hoffe mal, dass sich das Ganze doch dann nochmal so einrenken wird, dass Sam Bennett hier über die letzten Steigungen rüberkommt. Und schlussendlich noch genügend Energie übrig hat. Ich habe jetzt schon Patrick Konrad damit beauftragt, Sam Bennett zu schützen. Und das sieht wirklich, wirklich schlecht aus mit seiner Energie. Vielleicht liegt es auch unter anderem daran, dass ich absolut vergessen habe, nochmal Wasserflaschen holen zu gehen. Ja, dass mir das schon wieder passiert, ist natürlich schon ein bisschen tragisch. Und dann stürzt auch noch Nils Pollitt bei dem Versuch, Wasserflaschen holen zu gehen. Und ich, naja. Dann Patrick Konrad. Vielleicht gehe ich heute mit Van Poppel für die Etappe. Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Das ist alles wieder mal so ein bisschen abstrus. Und man fragt sich so, was passiert hier eigentlich? Das frage ich mich allerdings, weil wir haben irgendwie auch noch einen Abstand aus einer Gruppe. Ich glaube. Ja, das mit dem nach vorne spülen macht es natürlich immer ein bisschen einfach, ein bisschen schneller vor allem. Ja, aber manchmal passieren da doch Sachen, die einen überraschen. Der Bennett ist noch in dieser Gruppe, gehört wahrscheinlich mitunter zu den besten Sprintern, wobei wir natürlich auch noch Wort von Art hier haben. Das ist dann doch einer, der eigentlich den Bennett jetzt in der aktuellen Lage besiegen sollte. Wir haben aber auch noch eine. Paar Ausreißer, die über 2 Minuten Vorsprung noch haben. Ja, und ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Fahrern und diesen Energiemetern hier noch anfangen soll. Also ist irgendwie gefühlt viel möglich, aber auch irgendwie gar nichts so, nach dem Motto. Ausgerechnet hier unsere Sprinter, die absolut keine Energie mehr haben. Schachmann aber jetzt, der wieder mit in der Gruppe dabei ist, und das ist natürlich schon mal eine gute Ansage. So sieht das Ganze aus, was ich mir jetzt hier ausgedacht habe. Van Poppel und Bennett fahren jetzt hinter Vlasov. Vlasov
Ja, auch dritter der Punktewertung immerhin. Schachmann auch jemand, der ein bisschen sprinten kann und eine gute Beschleunigung hat. Und je nachdem, wenn Van Poppel und Bene bis dahin eben noch den Energie übrig haben, und das ist so ein bisschen so der Hintergedanke, dann könnten sie vielleicht noch für den Etappensieg gehen und vorbeispringen, aber also die Chancen sind relativ gering, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn überhaupt, dann gucke ich, dass ich irgendwie mit Vlasov einfach eine gute Platzierung hier einfahre. Das ist das Realistischere in diesem Szenario. Dass ich tatsächlich mit 75 Einsatz hier schon so gut vorne fahre, hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber es geht noch ein Stückchen bergab. Also ganz entspannt. Naja, ob wir die Ausreißer einholen, ist halt auch noch die Frage. Es sind noch 9 Kilometer und es sind immer noch über 2 Minuten. Ja, ist eine berechtigte Frage, würde ich mal behaupten. Ich würde mal sagen, wir müssen schon mal ein bisschen Gas jetzt machen mit Patrick Konrad. Immerhin 74er Ebenenwert ist halt auch nicht allzu schlecht. Die Strecke sieht nochmal ziemlich kurvig aus. Das heißt, ich glaube, ich kann hier fast nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Und ja, ich sehe schon, Sam Bennett wird damit wahrscheinlich seine Probleme haben. Aber wir werden gleichzeitig auch jetzt eben den Abstand nach vorn wirklich verringern. Das ist das, was ich sehen möchte. So, und jetzt haben wir Lennart Kemner mit noch sehr viel Energie übrig. Es sind noch 1 Minute 20 auf die Ausreißer. Lennart Kemner versucht hier nachzusetzen. Es sind nur noch 45 Sekunden, 50 um den Dreh. Und Kemner setzt hier nochmal volle Power und da hinten sehen wir sie schon. Und es ist, glaube ich, jetzt Schachmann, der einfach schon mal loslegt. Und ich glaube, ich kann hier allen schon mal Energiegel geben. Wir sehen hier die roten Balken von Poppel und Bennett sind sehr niedrig. Also, ich würde mal sagen, wir haben noch diesen kurzen Meter gehabt mit Kemner. Und jetzt ist es Schachmann, der loslegt. Vlasov an seinem Hinterrad. Wir haben 1,8 Kilometer. Die Ausreißer vorne noch 1,5 Kilometer. Aber es wird halt hier nochmal sehr eckig. Also hier kommt dann wahrscheinlich auch nochmal eine Kurve. Das ist so ein bisschen schlecht hier gemacht. Aber ich glaube, davon kann ich ausgehen. Schachmann, keinen roten Balken mehr. Das heißt, jetzt kommt Vlasov um die Ecke. Ich sehe nichts mehr wegen der Wand. Vlasov kommt um die Ecke im wahrsten Sinne des Wortes und da gibt es eben nochmal diese Linkskurve. Das war das, was ich hier meinte. Und ja, Van Poppel fährt schon fast vorbei. Auf der anderen Seite wiederum, ja, mit dem roten Balken natürlich nicht so gut dabei. Und ja, jetzt ist es Sam Bennett, der hier das Hinterrad tatsächlich verlieren muss. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, wäre es andersrum schlauer gewesen. Schachmann dann Van Poppel und dann Vlasov. Van Poppel hätte jetzt zwar nicht mehr so einen langen roten Balken gehabt, aber das hätte nochmal die extra Meter gut gemacht, die dann Vlasov hätte nutzen können, um jetzt loszuziehen, weil jetzt ist es so, dass wahrscheinlich die beiden roten Balken fast gleichzeitig leer gehen und dann habe ich auch quasi nichts von gewonnen. Hier haben wir jetzt auch die Ausreißer eingefangen und es sind hier an diesem Punkt noch 500 Meter. Ich werde es jetzt hier nochmal mit Van Poppel versuchen, aber selbst wenn der Speed da ist, wird wahrscheinlich jetzt eben der Weg versperrt. Einigermaßen, ja. Und Van der Poel ist es, der hier wirklich einen relativ sorry, einen relativ souveränen Sieg einfährt, das wollte ich sagen. Und Vlasov und Van Poppel gleichzeitig quasi über die Linie. Vlasov vor Van Poppel, dann Van Aert, Madouas und Roglic. Aranburu, Fred White, ja, die beiden haben wir auch hier schon bei solchen Etappen in diesem Spiel gut abschneiden sehen. Dann haben wir auch Kemner Schachmann mit in der Gruppe, genauso wie Bennett, aber ganz weit hinten. Caleb Ewan hat, glaube ich, auch keine Punkte gesammelt, was gut ist für uns. Und Vlasov hat mehr Punkte gesammelt als Pogacar auf 15, ja. Ryan Mullen wieder ganz hinten mit dabei. Und ja, guckt euch die gelben Balken an. Es ist eine anstrengende Tour. Wir sind gerade mal, was heißt gerade mal, wir sind 15 Renntage drin. Das ist natürlich schon viel. Und das macht sich auch irgendwie jetzt bemerkbar. Das ist natürlich klar.
Weiter und dritter Platz. Ja, lieber hast du einen ersten als zweiter und dritter, aber es ist auch okay. Und Van der Poel läuft sogar nochmal 4 Sekunden raus dabei. Also, es ist unglaublich, was er hier in diesem Spiel wirklich abliefert. In echt, ich weiß ja nicht, was mit ihm los ist. Quasi, ja, über die erste Woche gar nicht zu sehen gewesen überhaupt. Obwohl da ja einige Etappen für ihn theoretisch dabei gewesen wären. Dann haben wir hier erst wieder einen Gap. Relativ spät. Also denke ich mal, wird das nicht die meisten Fahrer betroffen haben. Von Herr Pohl einfach auf Platz 5 der Gesamtwertung. Boah, Daniel Martinez, das ist unglaublich. Wie gesagt, wir werden jetzt aber eben nochmal drei große Bergetappen vor uns haben. Vlasov 2 Punkte in der Sprintweltmeisterschaft Van der Poel, der heute Caleb Ewan überholt hat. Okay. Das macht die Sache ganz schön interessant. Ich würde mal sagen, grünes Trikot. Hab ich ja schon vor ein paar Etappen gesagt. Ach, ne, komm, egal. Aber jetzt würde ich sagen, wird es doch mal richtig spannend. Wir haben Van der Poel, wir haben Vlasov, wir haben Ewan, wir haben theoretisch auch noch Pogacar und Roglic. Das müssen wir auch noch sagen. Und wir haben theoretisch auch noch Sam Bennett. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich nochmal eine spannende Geschichte. Teamwertung hat sich nichts getan. Und jetzt ist die erste dieser drei Bergetappen dran in den Pyrenäen, die wirklich auch mächtig aussehen. Die erste hier mit einer flachen Ankunft, wahrscheinlich auch was für Ausreißer theoretisch. Mal gucken, was wir hier holen können. Hoffentlich eben keinen Rückstand auf Pogacar und Roglic. Machen einfach weiter wie gehabt. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Carcassonne. Let's go, mach's gut und bye bye.